Die Universitäten Tübingen und Stuttgart erhalten zusammen 400.000 Euro vom Land für ein Projekt, bei dem versucht wird, Virtual Reality in der Ausbildung von Ingenieuren einzusetzen. Der Tübinger Landtagsabgeordnete der Grünen, Daniel Lede-Abal, begrüßte die Förderung. Durch die Förderung von neuen, zeitgemäßen digitalen Lehr- und Lernangeboten investiere das Land in die Zukunftsfähigkeit der universitären Ausbildung. Die Technologie dafür kommt aus Stuttgart. Die Mitarbeiter des Tübinger Ludwig-Uhland-Institutes für empirische Kulturwissenschaften begleiten das Unterfangen aus kulturwissenschaftlicher Sicht.